Moskau im Winter ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Ein eisiger Wind fegt durch die Straßen. Aber HP, Rick und Ferris lassen sich von den 10 Grad Minus nicht abschrecken, denn für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Hallo Bravo TV, willkommen in Moskau. Hallo Leute. Wir sind hier auf dem Roten Platz und ziehen uns jetzt erstmal dem Wetter entsprechend an. Und jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen die Stadt. Wir kennen sie zwar selber noch nicht so gut, aber wir laufen hier mal ein bisschen rum. Genau, das entdecken wir jetzt zusammen und auf geht's. Alles klar. Scooter entdecken Neuland. Die drei Raver planten schon seit langem, endlich einmal in Russland aufzutreten. Jetzt, kurz nach ihrem Winterurlaub, ist es soweit und sie starten eine Blitztour. Ungewohnt war halt, dass wir nun gerade aus dem Urlaub kamen. Also ich lag da in Thailand in der Sonne und hatte jetzt einen Temperaturunterschied von 40 Grad an 2 Tagen oder so. Und dann vor der Show war man noch so ein bisschen, ja, so halbwegs jetlaggt und war noch gar nicht so richtig fit. Aber wenn man dann so die schreiende Masse sieht, ist das plötzlich wie weggefegt. In diesem riesigen Land sind Scooter absolute Megastars. Für Rick sind diese Umstände etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist eigentlich jedes Mal irgendwie immer so was, es ist ein gewisses Kribbeln dabei, wenn man in irgendeiner völlig neuen Region, also für einen völlig neuen Region zum ersten Mal spielt. Die Jungs kamen in der vergangenen Nacht aus dem Staunen nicht heraus. Wie Staatsgäste wurden sie mit Polizeischutz und Bodyguards durch die Moskauer Nacht chauffiert. Rote Ampeln wurden einfach ignoriert. In dieser Nacht hatten Scooter Vorfahrt. So ein herzlicher Empfang steigert die Stimmung. Moskau wollte feiern und Scooter waren bereit. Jetzt geht's los, Leute! Auf geht's! Kurz nach 2 Uhr in der Nacht. Die ausverkaufte Halle kocht. Tausende von techno-begeisterten Moskauern tanzen mit nacktem Oberkörper zu 180 Beats per Minute. Die Stimmung war natürlich mördermäßig und ja. 2 Zugaben und alles. Wir waren hinterher so fertig. Ich glaube, wir haben irgendwie nur 3 Liter Wasser getrunken und eine Stunde lang in der Ecke gelegen. Also mit uns konnte man hinterher auch nichts mehr anfangen. Die Erfahrung gemacht, dass so in östlicher Richtung die Leute immer gern so die härteren Sachen hören von uns. Wir waren ja im letzten Jahr in Estland und da kamen uns also schon auf dem Weg zum Stadion da diverse Autos entgegen und man hörte nur so das Brett aus den Boxen drin. Da haben wir gesagt, ja, wir sollten unser Set so ausrichten, dass wir möglichst alle schnellen Stücke bringen. Halter, halter! 70 Minuten lang feiern Scooter eine Riesenparty. Kein Hit wird ausgelassen, kein Beat ist hart genug. Und die russischen Fans tanzen und singen bis zur Erschöpfung. Leute, das war Bravo TV in Moskau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das erste Mal für euch und das erste Mal für uns natürlich hier in dieser total geilen Stadt. Und wir haben hier noch eine kleine Überraschung. Das gewinnt euch jetzt ein Fan, irgendein Scooter-Fan, Jasmin Fang.